Gebiet jetzt. Alter, oh, schön. Wir fahren jetzt übrigens immer abwechselnd, so damit jeder so die Experience hat und jeder seinen Senf später dazugeben kann zu dem, was er mag und was er nicht mag. Das Yes, Maria! Ich helfe. Ich bin heute nicht der Einzige. Ich gehe auch nicht Stifte allein. Wir haben eine Mücke hier drin. Oh nein. Schlagst du? Jetzt, komm auf. Jetzt ist es bei dir, ich muss dich schlagen. Ich weiß nicht, ob ich es habe, keine Ahnung. Ah, nee, die ist doch gerade lang geflogen. Ah, draußen? Nein, nein. Ja, das scheint. Draußen? Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Drive and Talk. Guten Tag. Es ist nicht so wie geplant. Nein, wir wollten eigentlich mit meinem Auto anfangen jetzt in der zweiten Folge. Wir haben 33 Grad ungefähr und ich habe keine Klimaanlage. Also ich habe eine Klimaanlage, aber die ist kaputt. Seit schon immer. Haben wir die nicht einmal befüllt gehabt? Ja, ja. Daran kann ich mich noch erinnern. Das war toll, so 48 Stunden lang. Ach, schön. Ja. Ich glaube, da müsste irgendwas undicht sein. Würde ich jetzt von mal vorausgehen, ja. Ja, doch. Hätte damit rechnen können, dass es im August warm ist. Niemand. 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 Wir fahren heute mit einem W203 C200 Kompressor. Ja, jetzt muss ich gerade selber nochmal nachdenken. Ja, C200 Kompressor. Ich glaube, es ist ein C230 Kompressor, oder? Nee, C200 Kompressor. C200, ich bin mir ziemlich sicher. Da vorne ist mein Geldbeutel drin. Komm, guck nach. Ich guck nach. Ja. Ein C200 Kompressor. Hey, das Ding fährt 227 Spitze. Das habe ich noch nie erreicht mit dem Auto. Tja, dann ist heute Tag. Stimmt, Motorkontroll leuchtet aus. Also, jetzt fett. Was machen die jetzt langsam? Das ist doch der, wo vorne Stifte gegangen ist, oder? Ich weiß ja, ich schlafe die jetzt gleich, oder was? Hier sind 100 erlaubt. 80, wir fahren 50. Oh, schön. Ich sehe halt auch nichts. Du, ich sehe die ganze Zeit. Schön. Hätte ich einfach nur Frage brauchen. Ey, danke für deine Hilfe. Kein Problem. Ja, jedenfalls, dieses Auto habe ich für meinen Alltag gekauft. Davor habe ich einen W202 gehabt. Oh, der war klasse. Der W202, ich vermisse ihn irgendwie ein bisschen. Das war immer so spannend auf der Autobahn. Es war spannend auf der Autobahn, du sagst es. W202 hat dann irgendwann mal ausgedient gehabt, weil ich das Angebot bekommen habe. Da dieses Auto eine Klimaanlage hat, habe ich gesagt, ja, ich nehme dieses Auto. Jetzt habe ich zwei Autos mit Automatik. Lächerlich. Kein richtiger Autofahrer mehr. Ja, eigentlich kann ich den Lappe abgeben. Ne? Ja. Das fährt ja von allein. Gib mir einfach die Autos. Ja, doch, komm, ja, doch, ja. Das macht Sinn. Ja. Ja. Ansonsten, das Auto ist, was, ich weiß gar nicht, ist das, was ist das? Du bist doch eigentlich Mercedes-Head. Früher mal gewesen, ja. Avantgarde ist keins. Das ist Avantgarde ist es nicht, ne? Das hat dieses Carbon auf Wish bestellt. Es hat Stoff in so einem ganz komischen Muster. Ich kann es dir nicht sagen. Es steht doch eigentlich vorne auf dem Kotflügel immer. Stimmt, müssen wir mal später mal nachgucken. Hier steht Avantgarde, wie Idiot. Ah, oh, wir sind so blöd. Also es hat Avantgarde-Ausstattung. Es hat aber offensichtlich Offensichtlich Avantgarde-Ausstattung. Avantgarde, ja. Habe ich gewusst, ich habe das Auto nur wegen diesem Grund geerbt. Und das Carbon, das ist und, ausschlaggebend dafür. Das sieht auch so schön aus. Ja. Ansonsten, das Auto, was hat das? Das hat zwar einen Lichtsensor, das Licht brennt dauerhaft. Ich habe mir jetzt sagen lassen, liegt vielleicht am Schalter. Vielleicht liegt es aber auch am Sensor. Das ist, glaube ich, ein Feature. Ist ein Feature. Ist, glaube ich, ein Feature, ja. Ja, bis vor zwei Tagen hat auch noch die Mutterkontrollleuchte geleuchtet. Bestimmt zwei Jahre oder so. Aber ganz ehrlich, das Auto ist jetzt gefahren und gefahren und gefahren. Trotz Mutterkontrollleuchte, mal davon abgesehen, ist halt nie irgendwie was gewesen, was Schlimmes oder so kaputt gegangen. Und das Auto ist Baujahr, glaube ich, 2000. Das ist älter wie der BMW. Ja. Es ist auch mein erstes aufgepustetes Auto. Das hat auch total viel Dampf und so, ne? Ey, Kompressor, krass. Kompressor, ne? Zum Thema Fahrzeugveränderung. An diesem Auto ist quasi nichts großartig verändert worden. Ich habe ein anderes Radio eingebaut. Und ich habe einen Subwoofer eingebaut. That's it. That's it. Die Fliege. Die ist irgendwie. Die ist da hinten. Ah, okay. Oh, guck mal da, jetzt da war 30. Die Scheißfliege. Ich finde, wir sollten nachher eine GoPro auf die Motorhaube machen, um den Kompressor zu hören. Ja, ja, der Kompressor-Sound ist nämlich überragend. Überragend. Hört sich an, als würde gleich was hier gehen. Als würde es jede Sekunde einfach komplett hochgehen.
Haben wir sonst noch irgendwas vergessen? Was man noch ansprechen könnte, wäre die exquisite Sammlung leerer Energy-Dosen hier hinten. Exquisite Ansammlung, ja, da habe ich mir auch viel Mühe gegeben. Ich habe ja schon bereits im Podcast gesagt, das Auto hat keinen Ölverlust, ja. Im Gegensatz zu jedem BMW, ja. Jetzt fange ich den Satz, glaube ich, schon zum dritten Mal an. Da war eine G-Klasse. Ich korrigiere zum vierten Mal. Ich würde mir für den Alltag wahrscheinlich immer einen Mercedes kaufen. Einfach aus dem Grund, der Fahrkomfort ist einfach geil. Ich rede jetzt auch vor allem von den alten Autos. Also W204 bin ich auch schon mitgefahren, finde ich nicht mehr so geil. Ich würde ja jetzt vieles sagen noch so zum Fahrgefühl her, aber daher, dass ich jetzt 2 Jahre tatsächlich mit der Kiste kaputt durch die Gegend gefahren bin und eigentlich müsste ich auch noch das Getriebeöl mal wechseln, weil das Getriebe schaltet so. Ja, es schaltet. Das belassen wir es dabei. Richtig. Also ich muss sagen, ich habe mit Mercedes bisher immer gute Erfahrungen gemacht, was die Zuverlässigkeit angeht. Und ich rede halt auch von den alten Autos. Ne? Das ist, wie ich betone. Der will rennen. Ich sehe es genau. Aber ich will keins. Schwach. Bei den Bahnschienen vorne links, das klang irgendwie ganz ungesund gerade. Ja, das hört sich alles immer sehr ungesund an. Könnte auch letztens sein, dass ich über so einen hohen Bordstein gefahren bin. Wie ihr schon hört, so das Auto ist jetzt mir nett. Also ich mag das Auto sehr, aber das hat halt auch schon Rost. Ne? So, ich fahre es so lang, wie es geht und dann mach's gut. Der Lars fährt jetzt eine Runde. Genau. Sag jetzt noch eine positive Eigenschaft. Einfach die Geräumigkeit für eine C-Klasse. Der Kofferraum ist auch riesig, gerade für eine Limousine. Negativer Punkt. Ey, es ist gerade echt schwierig für mich, richtig negativ was zu finden. Ich hätte gesagt, Getriebe ist sehr lahmarschig. Ja. Mal sportlich fahren ist schon sehr schwierig. Durch den Kompressor, du hast am Anfang einen Boost, aber der verlässt sich irgendwann. Es ist ein 2-Liter Motor, ja, muss man jetzt nicht viel erwarten mit dem Baujahr. Aber du hast dann irgendwie das Gefühl, ab 180 du stehst. Ja. Sportlich. Jetzt wird's richtig sportlich. Jetzt müssen wir uns auf Festhebel, ja? Hast du es gehört? Ja. Du. Reifen waren schon am Quietschen. Ganz ehrlich, wie schlecht war denn das? Und das ist Avantgarde. Stimmt, das ist ja sportlich. Das ist ja das Sportliche, ne? Ich würde sagen, auf jeden Fall Getriebe und so, Sportlichkeit, Spaßerlebnis, sage ich mal, in dem Sinne von, wir heizen oder sowas, was weiß ich, wisch, glaube ich, nicht zu erleben. Also das ist, glaube ich, so der größte Kritikpunkt von meiner Seite aus. Ansonsten würde ich das Auto trotzdem empfehlen. Die positiven Punkte sind klar. Lars, deine positiven und negativen Punkte. Positive Sachen, Fahrkomfort, definitiv. Sitzposition, der Stern auf der Haube. Der Stern auf der Haube macht viel, ne? Ey, ultra viel. Man fühlt sich wohl irgendwie, absolut. Ne? Und man weiß auch, wo das Auto aufhört, gell? Ja, das auch. Ich finde auch, jeder, der den Stern wegmacht, ganz schwierig. Ja, ich verstehe auch nicht, warum man das irgendwann bei den neueren Klassen einfach weggemacht hat. Richtig schade. Ich finde, mich sieht echt schön aus. Die negativen Sachen, Bremse, wie vorhin schon mal kurz angeschnitten, weil am Anfang passiert gar nichts, dann passiert immer noch nichts und dann bremst er irgendwann. Das Gefühl vom Gaspedal finde ich sehr seltsam. Ja, ich gebe jetzt Gas. Okay, ich gebe jetzt ein bisschen mehr Gas. Okay, wieso passiert hier nichts? Ja. Wieso fühlt es sich so an, als würden wir nicht schneller werden und dann geht es so exponentiell los. Auf einmal schaltet er runter und alles geht wirklich ganz, ganz komisch. Ich weiß auch noch, wer sich das überlegt hat. Das hier und die Tachoeinheit sind hier im Formopf hässlich. Okay, ich hätte vielleicht noch was. Die sind wirklich hässlich. Die Anzeige. Ja. Wieso kriegt man da keine gescheites Display da? Ich meine, gut, das war zu der Zeit vielleicht noch nicht gang und gäbe, aber hätte man das nicht hinbekommen? Der W211 kann das, oder? Ja, theoretisch, aber da gibt es auch manchmal, dass unten die Kilometeranzeigen kaputt gehen. Pixelfehler gibt es ständig. Bis zu dem Baujahr war es ganz schlimm. Jetzt muss ich einmal noch links. Der Hebel, der schreit quasi nach WD-40, oder? Ja. Kann es sein, dass das Ding irgendwie nach rechts zieht? Weil, guck mal. Stimmt, ja. Ist mir noch nie aufgefallen, aber das liegt auch immer daran, dass ich's meinst so. Mach meinen Zeigefinger noch hier drauf und dann drücke ich das so automatisch runter. Und dann fällt dir sowas gar nicht mehr auf. Stark, ja gut, weil mein Auto zieht nämlich nach links. Ich glaube, man kann jeden hier reinsetzen und er kann sofort super gut mit dem Auto fahren. Ist leicht, ne? Ja. Da hinten rechts. Ach, schön. Camaro. Ist auch ein schönes Auto. Kannst du aus dem Stegreif sagen, ob das ein 8-Zylinder oder ein 6-Zylinder ist? Ich habe keine Ahnung. S war, glaube ich, immer 8-Zylinder, oder? Falls er vorher grün bekommt. Nein. Und jetzt kommt Gas. Ja. Ich glaube, an dieser Stelle gibt es auch nicht mehr viel zu sagen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Schreibt in die Kommentare, wie letztes Mal, was man besser machen kann, was man nicht besser machen kann. Ey, aber die Kommentare waren richtig gut. Wir haben uns richtig gefreut über das Feedback. Ne? Wir freuen uns wieder auf selbe Aktivität in diesem Video. Ja, in diesem Sinne,
Macht's gut, gell? Haut rein. Ciao, ciao. Ey, Dings, eine Sache fällt mir noch ein. Sonst noch irgendwelche Veränderungen vor? Bei dem Auto? Ja. Ich geh's vielleicht die Woche machen. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Kurz ein Schlaganfall. Ich weiß es nicht. Das hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht, was ich da gefasst habe. Fangen wir noch von vorne an, ja? Und sonst noch irgendwelche Veränderungen hier vor? Bei dem Auto? Ja. Ich gehe es vielleicht die Woche noch waschen.